Modern Times zeigen uns den Teufelszahn. Jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt ein exzellentes Bier, mit dem ihr die nächsten Minuten mit mir zusammen genießen könnt. Wobei ich mir heute gar nicht so sicher bin, ob ich nicht vermutlich das bessere Bier habe. Ich war ja letztes Jahr in Kalifornien unterwegs und habe in San Diego natürlich auch einen Abstecher zu Modern Times Bier gemacht. Und ich bin da so ein bisschen rumgelaufen, habe zu Mittag gegessen, habe auch ein paar Bier getrunken und bin dann in den Shop gegangen und habe zu dem Typ im Shop gesagt, pass auf, ich habe nicht mehr viel Platz im Koffer, aber ich möchte jetzt das Bier von dir empfohlen bekommen, wo du sagst, ohne das darf ich hier nicht rausgehen. Und was er mir gegeben hat, war Devil's Teeth. Und wie man hier oben schon sehen kann, das ist ein Imperial Stout, aber das Ganze wurde in Bourbonfässern gelagert. Und es gibt da relativ viele Varianten von diesem Devil's Teeth. Das gibt es in verschiedenen Farben, weiß, rot, blau, grün. Das ist diese blaue und die ist mit Nola-Kaffee und Mandeln. Ich nehme an, dass Nola eine Marke in San Diego ist, hat schlanke 13 Volumenprozent, also ich habe jetzt hier nicht mehr weit in meinem Bett. Es ist die zweite Auflage von diesem Bier, Second Edition steht drin und diese Dose, das muss man jetzt auch dazu sagen, hat satte 14,50 Dollar gekostet. Also ich mache jetzt hier ein echtes Schätzchen auf. Ich habe es auch entsprechend warm werden lassen. Ich würde mal sagen, so, ja, es ist schon deutlich über 10 Grad, vielleicht so 11, 12. Und das Ganze ist mit Nitro. Das ist in der Dose drin. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal, was da rauskommt. Ich hoffe, es sind jetzt reichlich viele von euch neidisch auf mich und für diesen feierlichen... Oh, bist du geil. Schaut euch mal das an. Das geht ja wie Motoröl daraus. Und ja, also da jetzt einen Schaum drauf zu zaubern. Nö. Das ist dunkles Braun bis, ja, würde man sagen, tiefschwarz. Hat auch eben gerade beim Einschenken die Konsistenz von Motoröl gehabt. Das, was schaumäßig da ist, ist ja, leicht beige. Haftet auch eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, ist relativ wenig davon da. Oh. Hui. Also ich glaube, das waren gute 14,50 Dollar, die ich da investiert habe. Zumindest wenn es nach dem Aroma geht. Sehr viele Bourbon-Fass-Noten, so holzige Noten, ein bisschen Kaffee, Mandeln sind mit dabei, Schokolade, also und kein Alkohol. Muss man ja bei 13 Volumenprozent auch dazu sagen. Ich würde sagen, gehen wir die Sache an. Puh. Also, ja, Kaffee, Bitterschokolade, Vanille, schöne Fassnoten, Bourbon Whisky. Das hat auch so eine leichte fruchtige Note mit drin gehabt. Wie gesagt, so rötliche Beeren, aber sehr dezent. Aber auch so eine mandelnussige Note. Und man muss ganz ehrlich auch sagen, die 13%, also ganz verstecken können sie sich nicht. Aber es schmeckt nicht wie 13%. Muss man auch fairerweise gestehen. Das ist echt großes Kino. Das ist ein richtig, richtig, richtig gutes Bier. Hat einen richtig schönen, vollen Körper. Sehr, sehr zurückhaltende Kohlensäure. Das habt ihr ja schon beim Einschenken gesehen. Da tut sich auch tatsächlich dann recht wenig. Und wahrscheinlich ist es auch keine Kohlensäure, sondern eben Stickstoff. Ähm,
Und es ist trotzdem, ich habe schon Motoröl gesagt, und es hat auch so eine leicht ölige Textur auf der Zunge. Aber das liegt so richtig schön schwer im Glas und man hat so richtig das Gefühl, dieses Bier ist doppelt, tatsächlich auch vom Gewicht her, man hat das Gefühl, es ist doppelt so schwer wie ein normales Bier. Es kommt hinten raus, tatsächlich der Alkohol wird immer etwas intensiver. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für meinen Geschmack und wenn das Bier kalt ist und ein bisschen alkoholisch ist und dann mit zunehmender Temperatur der Alkohol nachlässt, ja, kann ich mit leben. Bei dem Bier ist es fast ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, es ist am Anfang der Alkohol nicht so sehr aufdringlich, aber hinten im Nachtrunk, da kommt er dann richtig rein. Und ich muss sagen, es ist für mich so das Oetzl zu viel. Das wäre wahrscheinlich ein Bier, was mit 10 Volumenprozent, 11 Volumenprozent gut ausgekommen wäre. Die 13 sind, ist mir echt ein bisschen zu heftig. Es ist schön süßlich. Es ist eigentlich richtig schön balanciert. Hat eine sanfte Bittere, die halt hinten im Nachtrunk auch noch mal mit reinkommt. Es bleibt die Schokolade da, es bleibt der Kaffee da, es bleibt die Vanille da, es bleibt eigentlich alles, was ich vorhin über den normalen Trunk gesagt habe, bleibt da. Aber es ist dann am Ende des Tages, ja, die Spur zu alkoholisch, aber halt ein sensationelles Dessertbier, ohne dass dieses Bier selber ein Dessert sein will, sondern es ist ein toller Begleiter für vielleicht ein Vanilleeis oder ich glaube, es muss schon etwas ein kälteres Dessert sein. Fruchtig würde ich es auch gar nicht machen. Ich würde das sehr, sehr simpel behalten und dieses Bier dann dazu reichen. Vielleicht ein bisschen irgendwas, was Schokolade mit dabei hat. Eine Praline zum Beispiel kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also das ist schon etwas, ein Bier, was erstmal sehr solitär stehen kann. Und im Zweifelsfall, wenn es dann eben eine Speisenbegleitung muss, muss es dann eben etwas sein, was sich diesem Bier definitiv unterordnet. Von mir für Devil's Teeth in der Bourbon-Variante mit Nola Coffee und Mandeln von ProbierTV gibt es für dieses Bier trotz alledem, ich muss fairerweise sagen, es ist richtig großes Kino und den halben Punkt ziehe ich für den Alkohol ab, aber es gibt 4,5 Punkte für Devil's Teeth Bourbon in der Nola Coffee und Mandel-Variante von Modern Times aus San Diego. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Biere von Modern Times kennt und nicht nur kennt die Biere, sondern auch wisst, wo man sie vielleicht in Europa ab und zu mal bekommt, dann sagt mir Bescheid. Würde mich sehr, sehr freuen. Bin eigentlich ein großer Fan dieser Brauerei, aber die Biere tatsächlich relativ kompliziert zu bekommen bei uns. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren. Sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.